Ein prophetischer Traum, der alles verändert, was sie über Game of Thrones wussten. Und es passiert in der allerersten Folge von House of the Dragon. Es ist kein Geheimnis, dass die 8. Staffel von Game of Thrones von Fans und Kritikern gleichermaßen eine erstaunliche Menge an Gegenreaktionen erhalten hat. Aber das verwirrendste Element der gesamten Staffel könnte die Tatsache sein, dass das Serienfinale so viele Fragen unbeantwortet ließ. Eines der offensichtlichsten Beispiele dafür ist die mysteriöse Hintergrundgeschichte der White Walkers, einer Gruppe dämonischer Eiskreaturen, die mit einer Armee der Untoten aus dem hohen Norden in Westeros einfallen. Diese Wesen hätten möglicherweise das Leben aus dem gesamten Kontinent ausgelöscht, wenn dann nicht die Schlacht von Winterfell gewesen wäre. Die Bedrohung durch die White Walkers endet mit dem Tod des Night Kings durch Arya Stark. Danach nehmen die Protagonisten der Serie King's Landing und die Bedrohung durch Cersei Lannister in Visier, und die White Walkers werden kaum erwähnt. Daher erhalten wir nie korrekte Antworten darauf, wer die White Walkers wirklich sind oder was ihr Zweck ist. Einer der mysteriösesten Aspekte der White Walkers ist ihre seltsame Verbindung zur drachenreitenden Targaryen-Familie. Beide Fraktionen sind integraler Bestandteil der alten Prophezeiung über Aesir Ahai, der oft als der versprochene Prinz bekannt ist. Jetzt scheint es möglich, dass wir tatsächlich einige konkrete Informationen über diese Beziehung erhalten, da HBOs House of the Dragons bereits eine große Frage beantwortet hat, die Game of Thrones hinterlassen hat. Ein großes Mysterium im Herzen von Game of Thrones ist das Motiv hinter der Invasion von Aegon, dem Eroberer, in Westeros. George R. Martins Fire and Blood behauptete, Aegon sei erst in den Kontinent eingedrungen, nachdem er vom Sturmkönig Argylike Durannon beleidigt worden war, und dass ein plötzlicher Ruf zu den Waffen durch seine eigene Überzeugung ausgelöst wurde, dass die sieben Königreiche von Westeros zu einer Nation vereint werden sollten. Episode 1 von House of the Dragon, The Heirs of the Dragon, enthüllt jedoch, dass dies nicht wirklich stimmt und gibt den Fans endlich eine endgültige Antwort, warum Aegon sich überhaupt entschieden hat, Westeros zu erobern. König Viserys erzählt seiner Erbin Rhaenyra Targaryen, dass Aegon der Eroberer einen prophetischen Traum von der Invasion der White Walkers hatte. Diese schreckliche Vision inspirierte ihn dazu, in Westeros einzufallen, um die Menschheit vor der Zerstörung zu retten. Viserys steht neben dem Schädel von Aegons Sachen Balerion und sagt: Aegon saw absolute darkness riding on those winds, and whatever dwells within will destroy the world of the living. Viserys fährt fort, dass Aegon seinen Traum das Lied von Eis und Feuer nannte und dass die Menschheit diese winterliche Bedrohung nur mit einem Targaryen auf dem eisernen Thron überleben kann. Diese Enthüllung ändert alles, was wir über die Geschichte des Hauses Targaryen zu wissen glaubten, sowie ihre Beziehung zu den mysteriösen White Walkers. House of the Dragon enthüllt im Wesentlichen, dass die Targaryen-Dynastie gegründet wurde, um die Menschen vor dem Aussterben zu schützen, nicht aus dem Wunsch von Aegon, dem Eroberer, nach Kontrolle und Plünderung. Diese Enthüllung zeigt auch, dass die Schicksale der White Walker und der Targaryens seit Jahrhunderten miteinander verflochten sind und liefert ein konkretes Verständnis dafür, warum die Targaryen-Linie in die Legende von Aesir Ahai verwickelt ist, von dem prophezeit wurde, dass er die Welt retten wird. Darüber hinaus macht The Heirs of the Dragon deutlich, dass dieses Geheimnis von jeder Generation der Targaryen weitergegeben wurde, von einem Herrscher zum nächsten. In Anbetracht der Tatsache, dass dieses Wissen bis zu den Ereignissen von Game of Thrones verloren gegangen zu sein scheint, wird es interessant sein zu sehen, was aus diesem bestimmten Handlungspunkt wird, wenn House of Dragons weitergeht. Egal was passiert, ist es bemerkenswert, dass es House of the Dragon bereits gelungen ist, eines der vielen Geheimnisse zu lüften, die Game of Thrones ungelöst gelassen hat.